Das ist es im Wesentlichen, was wir weiterentwickeln müssen. Die Kunst, mit Liebe und Intelligenz das weiterzugeben, was wir in der Vision und in der Erfahrung der Selbsttranszendierung und des Einsseins mit dem Universum aufgenommen haben. Wissen. We're walking the bright white road. Basel, Freitag, den 13. Januar 2006. An diesem kalten Wintertag liegt eine besondere Stimmung über dem kleinen Schweizer Grenzstädtchen. Aufmerksame Beobachter sehen hier und da auffallend flippig gekleidete Typen in kleinen Grüppchen zielstrebig durch die Straßen laufen. Ältere Männer mit langer Mähne und weißen Rauschebärten im Hippie-Look, plaudernd, lachend, wohlgelaunt. Ein Hauch vom Flair der 60er Jahre liegt in der Luft. Tatsächlich sind an diesem Wochenende mehr als 2000 Menschen aus über 40 Nationen hierher gereist, um noch einmal ein Stück weit diese Zeit aufleben zu lassen. Vor allem aber, um einen kleinen Mann zu feiern, dem sie mitunter die prägendsten Erfahrungen ihres Lebens verdanken. Albert Hofmann, den Entdecker der Kultdroge LSD. LSD, sein Sorgenkind. Der Chemiker Albert Hofmann ist 100 Jahre alt geworden. Eine Sendung von Falk Fischer. Standing Ovations für Albert Hofmann, der 4 Tage zuvor seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Langsam, aber noch rüstig, würdevoll betritt er das Podium, lächelt. So viel Rummel um seine Person ist ihm normalerweise nicht ganz geheuer. Diesmal aber rührt es ihn. Interviewwünsche lehnt er ab, er sei schließlich keine 90 mehr. Aber auf dem Podium erzählt er dann noch einmal, wie alles in seinem Chemielabor bei Sandoz angefangen hat. Ich habe ja das LSD nicht gesucht. Das LSD ist zu mir gekommen. Die Substanz, die 6-Diethylamid, die hatte ich ja schon 5 Jahre vorher in die Pharmakologie gegeben. Die haben nichts gefunden. Dann wurden neue Analysemethoden entdeckt. Und da habe ich gedacht, ich mache noch einen, wir sollen es besser untersuchen. Und währenddem ich diese Substanz neu synthetisiert hatte, geriet ich in einen merkwürdigen Zustand. Bin dann nach Hause gegangen und habe mich hingelegt und habe richtig geträumt. Das war ein wunderbares Erlebnis. Das war ja das erste LSD-Erlebnis. Nicht, dass ich bewusst gemacht habe, das war das LSD, ist irgendwie zu mir gekommen. Wenn ich ganz sauber, absolut sauber gearbeitet hätte, hätte das LSD gar nicht keine Möglichkeit gehabt, sich zu melden. Also ich glaube, man darf die Sauberkeit nicht übertreiben. Das war am 18. April 1943, mitten im Krieg. Albert Hofmann hatte gründlich gearbeitet, nicht leichtfertig mal die Finger in den Mund gesteckt. Und trotzdem muss irgendein merkwürdiger Stoff in seinen Körper gelangt sein. Sein erster Verdacht gilt dem Lösungsmittel, mit dem er die Inhaltsstoffe des sogenannten Mutterkorns, eines pharmakologisch interessanten Getreidepilzes, ausgewaschen hatte. Am nächsten Tag schnüffelt er an der Flasche. Kein Effekt. Blieb eigentlich nur noch das auskristallisierte Pülverchen. Er wagt den ersten bewussten Selbstversuch. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es die Substanz war, die ich da mit äußerster Sorgfalt hergestellt hatte und behandelt hatte. Und habe ich gedacht, ja, also wenn das ist, dann musst du ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Dann muss ich sehr, sehr aktiv sein. Machte eine Lösung und dachte dann, jetzt fange ich mal an mit einem Viertel eines Tausendstel Grammes. Und ich wusste, dass wenn es das höchst bekannteste Gift ist, macht es mir immer noch nichts. Und dann dachte ich mir, ich steigere dann langsam und dann schauen, ob gleich das wird. Und dann war er da schon viermal zu viel. Es kam so stark und überrumpelte mich. Und ich hatte, meine Laborantin hatte mich begleitet und der Arzt kam, hat mich untersucht und hat nichts gefunden. Und es war dann wirklich ein Horrortrip. Ich hatte das Gefühl, das Ende ist da, es war eine total andere Welt. Und ich habe gesagt, Donnerwetter, jetzt hast du eine große Erfindung gemacht und jetzt musst du gehen. Und
hast eine junge Familie. Und es war ein merkwürdiger Zustand. Es war so intensiv, es war so anders. Am nächsten Morgen berichtet Hofmann seinen Arbeitskollegen, was er erlebt hat. Ungläubiges Kopfschütteln. Dann probieren sie es selbst, sicherheitshalber um ein Vielfaches verdünnt. Mehr Überzeugungsarbeit ist nicht nötig. Danach ist klar, vor ihnen liegt die wirksamste Droge der Welt. LSD, Psychodroge! Wenige Millionstel Gramm LSD katapultieren den Geist bereits in andere Bewusstseinswelten. Nach etwa 30 Minuten setzt die Wirkung ein. Leichtes Kribbeln, innere Unruhe. Dann blühen Farben auf, leuchtend intensiv, beginnen zu tanzen im Rhythmus der Klänge, die das Ohr erreichen. Das Zeitempfinden schmilzt zusammen. Die Grenze zwischen Ich und Du verschwimmt bis hin zur völligen Ich-Auflösung oder einem Gefühl ozeanischer Selbstentgrenzung. Selbstentgrenzung heißt zugleich, die Quellen des eigenen Seins zu erfahren. Ähnlich wie im Orgasmus. Wer völlig weg ist, ist am meisten bei sich. Nur ist hier kein rascher Ausstieg möglich. Wer psychisch labil ist, wer permanente Selbstkontrolle braucht, nicht loslassen kann, wer das Erleben nicht einzuordnen weiß oder nicht vertrauensvoll begleitet ist, durchlebt nur machtvolle, paranoide Angstzustände. Das ist dann der sogenannte Horrortrip. In etwa einem von 10.000 Fällen manifestieren sich dabei latente, behandlungsbedürftige Psychosen. Auf physischer Ebene jedoch ist LSD unschädlicher als Alkohol oder Nikotin. Körperliche Nebenwirkung hat man nie gesehen, dass langfristig sich irgendetwas verändert oder dass es Entzugssymptome gäbe. Das Gegenteil, die Substanzen machen sehr schnell Toleranz. Das heißt, wenn Sie das heute nehmen und morgen, am zweiten Tag ist die Wirkung schon viel geringer, nach 3 Tagen fast null bei LSD. Es gibt keine Entzüge. Sagt Franz Vollenweider von der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Einer der wenigen Experten, die mit LSD-ähnlichen Drogen per Sondergenehmigung heute arbeiten dürfen. Modernste bildgebende Verfahren und psychologische Tests hat er eingesetzt, um herauszufinden, wie die Substanzen im Gehirn wirken. Alle diese Funktionen, die nach außen gerichtet sind, in die alltägliche Welt, sind zum Teil verlangsamt oder zum Teil sogar eingeschränkt. Wenn man aber Teste entwickelt, was wir auch versuchen mit Paradigmen, wo man schaut, wie wird die Information intern verarbeitet, wie ist der Zugang zum Unbewussten, dann ist das Bewusstsein erweitert. Das werden zum Beispiel im Bereich der Gedächtnisforschung, wenn man zeigen kann, dass solche Substanzen Gedächtnisspuren ans Tageslicht holen, wo sie keinen Zugriff haben, dann kann man das psychotherapeutisch nutzen und damit arbeiten mit diesem Material. Wir verstehen aber diese Mechanismen noch nicht. Fast 40 Jahre lang war jede LSD-Forschung auf Eis gelegt. Das meiste Wissen über Wirkungen und Wirkmöglichkeiten von LSD stammt größtenteils noch aus Versuchen der 50er und 60er Jahre. Und die waren längst nicht immer nur naturwissenschaftlich ausgerichtet. Der amerikanische Geheimdienst CIA stürzte sich als eine der ersten Institutionen auf die neue Wunderdroge, kaufte 10 Kilogramm LSD, ausreichend für 100 Millionen Trips, und testete oft an uninformierten Personen die Möglichkeiten zur Gehirnwäsche, zur Bewusstseinskontrolle, als Wahrheitsdroge und als chemischen Kampfstoff. Die Praxiserfolge waren trotzdem nur mäßig. Persönlichkeitswandel unter LSD. Dieses Merkmal hat immerhin auch eine seriöse wissenschaftliche Studie Anfang der 60er Jahre erfasst und Erstaunliches gefunden. Die Kernpersönlichkeit bleibt unverändert. Wohl aber kann das intensive, mystische Erleben, mit allem eins zu sein, das bis dahin erworbene Wertegefüge von Grund auf erschüttern. Thorsten Passy, Arzt und Drogenforscher an der Uniklinik Hannover, hat die Studie gründlich gelesen. Und herausgefunden hat man, dass man tatsächlich, wenn man die Leute vernünftig vorpräpariert, dass mindestens ein Drittel dieser Leute erhebliche Veränderungen im Persönlichkeitsbild in positiver Hinsicht, also weniger Pathologie, weniger pathologische Charakterzüge und auch in Bezug auf die Lebensführung und die Wertewelt dieser Leute sich doch erhebliches verändert hat, sodass man eigentlich schon sagen kann, doch, es wurde durchaus gefunden, dass LSD in angemessenem Rahmen unter angemessenen Bedingungen durchaus auch positive Wirkungen hinterlassen kann. Und was auch noch auffällig war, über
pathologische Effekte oder Umbiegungen der Persönlichkeit in negativer Hinsicht konnte in diesen Studien gar nicht berichtet werden, obwohl die doch schon eine Probandenanzahl von nahezu 100 hatten. LSD ist nicht einfach eine Droge unter vielen, sondern nimmt sowohl in pharmakologischer als auch kultureller Hinsicht eine absolute Sonderstellung ein. Sie ist nicht nur diejenige Droge, die unter guten Rahmenbedingungen die tiefgreifendsten spirituellen Erfahrungen ermöglichen kann, sie ist auch die einzige politische Droge und die einzige, die in der abendländischen Kultur beheimatet ist. Die Jugendbewegung der 60er Jahre verklärte LSD teilweise zur sakralen Droge, was sie im Massenmissbrauch sicher nicht war, auch wenn es eine konkrete historische Berechtigung dafür gab. Eleusis im Jahre 1500 vor Christus. Nahe Athen bildet sich eine Kultstätte heraus, die fast 2000 Jahre lang zum Mekka des Abendlandes werden sollte. Schiller wird sie später in seiner berühmtesten Ode noch besingen, als Ort der Freude. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Offenbar galt es für jeden Griechen als selbstverständlich, mindestens einmal im Leben Eleusis zu besuchen, um dort das heilige Ritual mitzumachen. Die heutigen Überreste am Stadtrand von Athen gaben der Archäologie lange Zeit Rätsel auf. Ich denke, das, was sozusagen in Eleusis gemacht worden ist, dass die Leute vorbereitet worden sind, man musste ja einen Kursus machen in Athen vorher. Dann zogen am 21. September, am Tag der Demeter, die Initianten in einer festlichen Prozession nach Eleusis, zu dem Heiligtum dort, tanzten und sangen die ganze Nacht um den Brunnen herum und am nächsten Morgen begann das eigentliche Ritual, dann kam der Priester und der hatte von jedem die Aufzeichnung und er wusste, aha, so eine und entsprechend der psychischen Konstitution wurde dann die Menge des heiligen Tranks, also die richtige Dosierung für jeden Einzelnen verteilt. Erklärt der Journalist und Bestsellerautor Matthias Bröckers. Er hat die Geschichte von Eleusis genau recherchiert und daraus eigene Deutungen entwickelt. Und dann gingen sie in diesen riesigen, fensterlosen Saal, das Telestrion, wo die Altertumsforschung uns jahrhundertelang erzählt hat, ja, da sei so eine Art Theaterspiel vorgeführt worden und das hätte die Leute sehr beeindruckt. Erst Hofmann, Gordon Wasson und Karl Rook haben ja dann gefunden, dass das natürlich kein Theater war. Die Griechen haben wunderbare Theater gebaut, aber die waren nicht fensterlos und dunkel. Also es war dort eine andere Erfahrung und es war eben eine innere, eine psychedelische Erfahrung, die die Initianten dort machten. Und das hat für unser Abendland, also für Platon, der auf der Straße nach Eleusis gelebt hat, für all das, was sozusagen unsere Philosophie hier ausgemacht hat, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und ich bin überzeugt, man kann Platon nur verstehen, wenn man weiß, was in Eleusis vorgegangen ist, dass Platons sogenannter Idealismus keine Schnapsidee war, dass er sich irgendetwas ausgedacht hat, sondern dass er diese ideale, immaterielle Welt tatsächlich mal erfahren und gesehen hat. Der heilige Trank von Eleusis war ein Gerstensaft mit LSD-ähnlichen Substanzen. Dieses Geheimnis mitgelüftet zu haben, ist eine weitere der großen Lebensleistungen Albert Hofmanns. Als die Christen im 4. Jahrhundert jene Kultstätte schließlich zerstören, ersetzen sie den Trank durch Wein. An die Stelle spiritueller Selbsterfahrungsmöglichkeit tritt in der Messfeier die Verkündigung durch das Wort. Albert, du bezeichnest ja LSD und seine Verwandten als sakrale Drogen. Was verstehst du darunter? Ich verstehe Drogen, die seit Jahrtausenden immer im zeremoniellen Rahmen gebraucht wurden und bei denen ein Tabu lastete. Der gewöhnliche Sterbliche darf diese Stoffe nur gebrauchen im Rahmen einer heiligen Feier, unter der Leitung des Schamanen. Es waren Drogen, die deshalb diesen Schutz nötig hatten, weil sie zutiefst den Menschen verändern. Das Bewusstsein ist der Kern der menschlichen Persönlichkeit. Das Bewusstsein ist eigentlich die göttliche Gabe, die dem Menschen beschieden ist. Deswegen konnte nur Bewusstsein verändern, Drogen im zeremoniellen Rahmen gebraucht werden. Das ist ja auch die ganze große Schwierigkeit heute. Wir haben keinen zeremoniellen Rahmen mehr.
Die Wirkung von LSD ist zu machtvoll und abgründig, um sie als Party- oder Spaßdroge leichtfertig mal ausprobieren zu können. Die Eindrücke schwanken zwischen Himmel, Hölle und Vision, wie es der mit bewusstseinserweiternden Drogen experimentierende Schriftsteller Aldous Huxley einmal schrieb. Und ohne geeignete innere Einstimmung, das sogenannte Set, und einen tragenden äußeren Rahmen, das Setting, sind die Gefahren in aller Regel größer als der mögliche innere Gewinn. Es war der amerikanische Psychiater und Drehbuchautor Timothy Leary, der die zentrale Bedeutung von Set und Setting formulierte. Erst 1960 war der bis dahin biedere Harvard-Professor zum ersten Mal mit psychedelischen, LSD-ähnlichen Drogen in Berührung gekommen. Die mystischen Erfahrungen, die er dabei machte, veränderten mit einem Schlag sein ganzes Leben. Noch im gleichen Jahr startete er ein Drogenforschungsprojekt, proklamierte alsbald in unverhüllter Euphorie eine Politik der Ekstase und begann mit seinem Doktoranden Ralf Metzner ein aufsehenerregendes Drogenexperiment mit Strafgefangenen. Die Idee war, mit Hilfe von psychedelischen Drogen einen Wertewandel bei den Gefangenen einzuleiten und darüber die hohe kriminelle Rückfallquote von 70% wirksam zu senken. Mit 6 Häftlingen begannen sie die Arbeit, skeptisch zunächst und dann mit unerwarteten Durchbrüchen. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Experiment zum Selbstläufer. Schon bald konnten die ersten Probanden andere Häftlinge anleiten und begleiten. Die Stimmung im Gefängnis verbesserte sich grundlegend. In der Nachsorge kümmerten sich Studenten des Instituts geradezu familiär um die Entlassenen, besorgten Jobs, halfen bei der sozialen Eingliederung, entwickelten eine bis dahin nie dagewesene Unterstützungskultur. In der Langzeitbilanz nach 3 Jahren war die Rückfallquote auf 10% gesunken. Ein riesiger Erfolg und ein ebensolcher Verstoß gegen die Political Correctness. The roads we travel are 3. The red road of life and the black and the white all meet at the tree. We're walking the bright white road. We are walking. We are walking from spirit world to human world. Das singt Ralf Metzner 45 Jahre danach auf einer kleinen Bühne in Basel inmitten dieser weltgrößten LSD-Tagung seit der Entdeckung. Er erinnert sich noch genau an die Arbeiten mit Leary, an das gesellschaftliche Unverständnis, das ihnen entgegengebracht wurde, und verteidigt seine aus langer Erfahrung gewonnenen liberalen Ansichten und Einsichten. Mehrere Leute haben ihm und uns unserem Piat geraten, wir sollten das geheim halten und nur ganz wenigen Elite-Leute haben. Und das wollte er nicht. Total. Und das fand ich auch richtig. Warum? Das ist eine alte Elite-Geschichte. Und das wollten die Psychiater natürlich in die Mediziner. Die mögen das nicht. Wenn irgendetwas eine Droge ist, dann wollen die das kontrollieren. Aber das beruhte alles auf Angst und Unwissen. Leary sagt manchmal, dass LSD eine Droge ist, die Furcht auslöst in Leuten, die sie nicht nehmen. Und nicht nur haben sie Angst davon, das zu nehmen, aber sie wollen auch nicht, dass andere Leute das nehmen. Was eigentlich im Sinne, wenn man darüber nachdenkt, unsinnig ist und irrational. Was gibt einem Mensch das Recht, zu einem anderen Mensch zu sagen, das darfst du nicht essen oder das darfst du nicht trinken, wenn er keinem einen Schaden antut? LSD, Killerdroge! LSD, Killerdroge! LSD, Killerdroge! Also ich selber habe zum Glück noch nie LSD genommen, aber mich schockiert, dass es hier ein so derartiges Wiederaufleben erfahren soll. Ganz groß promotet und dafür geworben. Und dabei ist es doch wirklich schädlich für unsere Gesellschaft. Psychiatrie, Todesindustrie! Protestkundgebung vor dem Veranstaltungszentrum. Eine kleine Gruppe von Demonstranten hat sich hier versammelt, um ihre Ängste vor einer neuen Drogenkultur zu artikulieren. Jeder hält ein kleines Infoblatt in den Händen, was in knappen Worten den dürftigen Wissensstand über LSD skizziert, hinsichtlich dessen negativen Wirkmöglichkeiten. Und das Problem ist ja vor allem auch, es ist eine Droge, es ist illegal. Man kann es illegal machen. Man könnte es legal machen, aber warum ist sie denn bisher illegal? Wegen den Psychosen, die das auslöst und so weiter und so fort. Da brauchen wir nicht diskutieren. Kein Diskussionsbedarf? Als Metzner und Leary ihre Gefängnisexperimente unternahmen,
waren psychedelische Drogen noch eingeschränkt legal erhältlich. Emphatisch forderte Leary den freien Zugang für alle, zum Wohle eines gesellschaftlichen Bewusstseinswandels. Turn on, tune in, drop out. Turn an, mach mit, steig aus. Das war sein Slogan. Spirituell gemeint, im Sinne von Lifestyle missverstanden. Einige Hippies forderten bald, dem New Yorker Trinkwasser LSD beizumischen, um den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Solche Verknüpfungen zwischen Gesellschaft und Droge machten LSD, die Atombombe des Bewusstseins, zum meistgefürchteten politischen Sprengstoff jener Jahre. Es war die konservative Regierung unter Nixon, die schließlich ein Totalverbot für LSD durchsetzte. Mit weltweiter Signalwirkung. In der Rückschau auf die Turbulenzen jener Jahre kommt Rick Doblin, Präsident der Multidisziplinären Gesellschaft für psychedelische Forschung MAPS, heute zu der Einschätzung, dass LSD nicht wegen seiner negativen, sondern vielmehr seiner positiven Wirkung verboten wurde. Das Trauma des Zweiten Weltkrieges, des Vietnamkriegs, die spirituelle Lehre einer ganzen Generation, das war der eigentliche Zündstoff. LSD war nur der Funke. Also da war ein geistiger, spiritueller, seelischer Mangel, der war schreiend. Deswegen sind wir auch alle so ausgerastet. Ein großes Element der Protestbewegung in den 60er Jahren war Zorn. Wogegen? Wogegen richtete sich dieser Zorn? Man hat unserer ganzen Generation jede Form von Spiritualität, von Bewusstheit, von Umfassendheit verweigert. Wir sind nicht initiiert worden von unserer Vätergeneration in die wirkliche Welt, in die Welt von Maßstäben, auch des persönlichen, individuellen Verhaltens. Im Zweiten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg, die eigentlich normale, natürliche Überlieferungskette, zum Beispiel in den männlichen Generationen, dass zum Beispiel Ihr Vater Ihnen ein paar ganz wesentliche Dinge mit auf den Weg gibt. Sagt der Komponist, Hörspielautor, Regisseur Ronald Steckel, der mit analytischem Radar die Entwicklung der Jahre sehr genau mitverfolgt hat. Der Zivilisationsbruch hat Auswirkungen ununterbrochen und wir haben es als junge Leute unheimlich stark abgekriegt. Und als dann das LSD zum Beispiel kam, Offenbarung, Freiheit. Weil mit dem LSD kam, das ging aus von Aldous Huxley und den ganzen Leuten, die in Amerika und England auch auf sehr kluge, bedachte Weise gearbeitet haben, kam Vorsicht, hütet euch, geht vorsichtig an die ganzen Geschichten ran, weil es öffnet euch die Räume eures inneren Bewusstseins. Und gleichzeitig hatten diese Urväter der ganzen psychedelischen Bewegung, wenn man es so nennen kann, eine Verbindung hergestellt zur geistigen Überlieferung der Menschheit, weltgeschichtlich. Aldous Huxley hatte sein Buch Die ewige Philosophie bereits veröffentlicht. Das heißt, auf einem sehr, sehr hohen Niveau wurden Interpretationshilfen angeboten. Und zwar nicht jetzt als das ist die Antwort, sondern das ist eine Hilfe, um das zu verstehen, was innerhalb deines eigenen Bewusstseins passiert. Ich habe das damals empfunden als absolut rettend. Es war rettend, weil plötzlich kam Himmelsrichtung. Plötzlich kam oben und unten. Plötzlich kam gesellschaftliche Orientierung. Die Dämonisierung von LSD wirkt bis heute nach. Kaum ein Laie kann zwischen LSD und anderen Drogen unterscheiden. Irgendwie scheint alles gleich. Ich plädiere immer für einen quasi dafür, dass LSD endlich erwachsen werden soll, also für einen rationalen Umgang. Weil ich denke, zumindest in den 60er, 70er Jahren hat LSD auch gewirkt, wenn man es gar nicht genommen hat. Und zwar die Leute wurden total irrational. Entweder es war die Teufelsdroge par excellence, die alle Leute wahnsinnig machen, die Gesellschaft erodieren und quasi ins Verderben führen. Auf der anderen Seite waren Promoters wie Timothy Leary, der fand, das ist absoluter Heilsweg, ewiger Weltfrieden. Wir müssen uns von innen heraus fundamental verändern auf Psychedelics, auf LSD, dann sind wir in einer besseren Welt. Und beides ist natürlich genau gleich weit von irgendeiner Realität entfernt. Meint Felix Hasler, Wissenschaftler an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Ich meine, diese ganze Prohibition ist ja in dem Sinn völlig illusorisch. Also die Idee, quasi eine Gesellschaft zu haben, die drogenfrei ist, die abstinent ist, das gibt es nicht und hat es nie gegeben. Und offensichtlich, LSD ist da, LSD ist extrem spannend, kann ganz große Durchbrüche sicher auch bringen, aber ist auch gefährlich, machen wir uns nicht vor. Es gibt Leute, die psychotisch werden. Und es braucht irgendein Regulativ. Ich würde ja nicht die Verantwortung übernehmen, wenn jetzt LSD einfach quasi sich in jedem Kiosk kaufen kann. Das ist überhaupt nicht so. Und die Gesellschaft hat irgendwo auch die Aufgabe, sich zu überlegen, was sollen die Rahmenbedingungen sein, in denen Leute LSD-Erfahrungen machen können. Deshalb wäre die Frage, ob es nicht doch nach 60 Jahren an diesem einzelnen Beispiel
eine intelligentere Art und Weise gäbe, damit umzugehen. Und da in diesem Zusammenhang liegt halt der Vorschlag eines LSD-Führerscheins auf dem Tisch. Der Mainzer Philosoph Thomas Metzinger hat diesen vielbeachteten Vorschlag in die Welt gesetzt. Provokant vielleicht, aber immerhin eine Möglichkeit zu einem pragmatischen, günstigstenfalls sogar gesellschaftsförderlichen Umgang mit Drogen zu finden. Als allererster Schritt wieder in Richtung Eleusis. Der besteht im Wesentlichen darin, dass Leute erstmal ein psychiatrisches Pre-Screening machen müssen. Also wir müssten sorgfältig alle Leute ausfiltern, die aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen oder Vorerkrankungen solche Erlebnisse wahrscheinlich nicht verkraften würden. Das Zweite ist, solange das strittig ist, kann man der Allgemeinheit nicht zumuten, die Risiken zu tragen eines solchen Pilotprojekts. Das heißt, ich bin dafür, dass jeder, der so einen LSD-Führerschein machen will, eine private Pflegeversicherung abschließen muss. Und wenn das Ding halt schief geht, dann muss für die Kosten er selbst oder seine Versicherung aufkommen, nicht die Gesellschaft. Dann würde es Theoriestunden geben über die Geschichte, die Biologie, die medizinischen Aspekte und die Risiken des Gebrauchs. Dann stelle ich mir vor, dass es 5 Fahrstunden gibt in Begleitung von Experten in verschiedenen Dosierungen. Und jemand, der dann das alles durchlaufen hätte und hätte den LSD-Führerschein erworben in einer freien Gesellschaft, der dürfte dann 1 bis maximal 2 Dosen pro Jahr für den Eigengebrauch erwerben. Legal in der Apotheke mit einer klaren Dosierung. Das geht also nicht um Legalisierung, sondern es geht eher um sowas wie kontrollierte Lizenzierung für besonders interessierte Individuen. Albert Hofmann nennt LSD sein Sorgenkind. Eine Droge allenfalls für Erwachsene. Wer sein Bewusstsein erweitern will, muss erstmal eines haben. Und so wünscht er im Schlusswort des zu seinen Ehren veranstalteten Kongresses auch keine neue LSD-Politik, sondern viel allgemeiner: Ich wünsche allen, dass ihnen das Bewusstsein des Wunders der Schöpfung, dass ihnen die Sprache des Schöpfers verständlich wird. Gott spricht nicht durch Worte, er spricht durch seine Schöpfung, zu seinen Geschöpfen, die diese Sprache verstehen können. Und das besonnene Publikum verneigt sich vor dem großen Mann. Happy Birthday, spontan mit einem Ständchen. In SWR 2 Wissen hörten Sie eine Sendung von Falk Fischer. LSD, sein Sorgenkind. Der Chemiker Albert Hofmann feierte 100. Geburtstag. Natürlich finden Sie das Manuskript zu dieser Sendung wie immer im Internet unter www.swr2.de/wissen.